und sag, er soll zum Hafen? Oder hat er schon Feierabend? Ich sehe überhaupt nicht durch. Ach, nee. Jetzt fährt er los. Da ist gar keiner drin. Der Karren fährt automatisch. Das ist ein motorbetriebener Karren. Ja, Kaffee muss sein, sonst halte ich das hier nie aus. Abladen und zurückfahren, nur verschicken. Ah ja, jetzt fährt er noch näher ran an den Hafen. Und hier ist der Marktplatz also ein Hafen. Denn hier oben ist doch auch ein Marktplatz, oder nicht? Ja, offensichtlich. Rohstoffe. Komm, gib mir mal mehr Fisch. Ach, jetzt ist er nichts mehr wert. Vorher war er was wert. Okay, gut zu wissen. Dann fährst du jetzt zurück. Ich eile. Und die Runde scheint um zu sein. Und wir sind in einer neuen. Wir sind jetzt im Sommer 1404. In der Abrechnung, die am Ende jeder Spielrunde erstellt wird, findet ihr nützliche Hinweise für eure wirtschaftlichen Erfolge. Haben wir eine Abrechnung bekommen? Ist jetzt ein Witz oder was? Tagebuch. Beweisbuch, Aufgabenbuch. Wir haben bisher immer noch keine Beweise und wir haben, glaube ich, auch noch keinen Angestellten, der irgendwie durch die Gegend rennt, um irgendwelche Leute auszuspionieren, oder? Kann das sein? Ich sehe keinen, nein. Tagebuch, Politik, Dynastie, Charakter, Fähigkeiten, Stammbaum der Familie. Wichtige Einheiten, Familie, Gebäudeübersicht. Neutral. Ja gut, wir brauchen so oder so Freunde. Anders geht das nicht. Das heißt, einmal Gebäude verlassen. Ist das Wohlstand? Wohlstand? Ah ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr nette Übersicht. Auch, dass man sie nebenbei noch einsehen kann. Das konnte man ja im ersten Teil nicht. Da ging es immer nur am Ende eines Jahres. Gut, wo bist du? Wo bist du? Du bist hier, bist du. Und du hast 3 Sterne, weil du Stufe 3 bist. Du bist cool. Sich Regen bringt Segen. Definitiv. Red mal mit der da. Wenn es weiter nichts da ist. Der hat ein Fragezeichen. Seid gegrüßt. Könntet ihr mir Dokumente aus dem Stadtarchiv von Hamburg besorgen? Ich benötige alles über den Prozess gegen Meinhard Wiegbald aus dem Jahr 1396. Ich kann euch da nicht weiterhelfen. Solcherlei Aufträge darf ich nur von einem Amtsträger entgegennehmen. Ah. Ihr habt eine Unteraufgabe erfüllt. Sehr gut. Wir haben jetzt also mit dem Ratsinformanten gesprochen und müssen wieder mit ihm sprechen, wenn wir eine amtliche Tätigkeit ausführen. Die Gilde der Handwerker zu Danzig vermittelt einen Handelskontrakt für einen reichen Kaufherrn aus Konstantinopel über 4 Kirchenglocken bei 900 Goldstücken pro Stück. Diese Nachfrage dauert 10 Stunden an. Sehr schön. Erlangt ein Amt in Danzig. An die Arbeit! So, dann wollen wir uns mal bewerben. Sitzungsplan, keine Sitzung offen. Jemanden anklagen, auf ein Amt bewerben. Gildenmeister, Kerkermeister. Oh, wie ist das hier aufgeteilt? Von unten nach oben oder von den Seiten in die Mitte? Denn Bürgermeisterin ist ja schon sehr, sehr hoch. Inquisitorin ebenfalls. Machen wir mal einen auf. Kerkermeister. Mit Freuden. Ich will mich auf ein Amt bewerben. Merkt dies bitte für die nächste Sitzung vor. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Amtes beraten. Erscheint bitte pünktlich zum Termin.
Ich will mein Bestes versuchen. Die Gilde der Handwerker zu Danzig braucht Kirchenglocken. Oh, wow, 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 wow. So. Bürger Klaus, über eure Bewerbung auf ein Amt wird bei der Wahl im Ratshaus zu Danzig abgestimmt. Und jetzt müssen wir herausfinden, wer über uns ist. Das ist die Inquisitorin und der Sehneschall. Das heißt, die Inquisitorin muss bestochen werden. Ausrauben, jemanden bestechen. Ans Werk! Laufen wir los. Was? Plus zwei? Daumen hoch, plus zwei? Was auch immer das zu bedeuten hat. Wir gehen raus und gucken mal, wo er hinläuft. Und er läuft wirklich. Cool. Ach, so langsam geht's. Ja, man findet sich so langsam rein. Wie sieht's bei dir aus in deinem Inventar? Sollst fischen, sollst du hier. Ich glaube, das tust du bereits, oder? Was haben wir denn hier im Inventar? Gebäude weiter erweitern. Lagermenge. Würde ich zu gerne machen, aber ich glaube noch nicht. Dafür haben wir das Geld zurzeit nicht. Hoch. Jemand lässt sich von euch bestechen. Okay, Gildenmeister von Danzig. Nach gründlicher Prüfung von Besitztum und Geschäftstreibender aller rechtschaffener Bürger von Danzig entschied der Rat der Gildenältesten für das Jahr 1404 folgende Meister der vier Gilden zu ernennen. Okay. Schön. Oho, ihr seid nett. Trete Vasco ist sicherlich erfreut, sichtlich erfreut über ihre kleine Spende. Sehr gut. Diese Rattenplage raubt mir den letzten Nerv. Okay, wir können in 25 Minuten wieder jemanden bestechen. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Wenn es weiter nichts ist. Was war das? Achtet bei euren Produktions- und Verkaufsentscheidungen darauf, wie reich eine Ortschaft ist. Teurer Braten wird in einem armen Dorf kaum Käufer finden. Ja, das stimmt. Aber wir hatten ja auch nicht vor, irgendwie teure Braten zu produzieren. So, wieder haben wir 6 Fisch. Gebäude verwalten, Gebäudestufen, Produktion und Lager. Bring das mal bitte wieder zum Hafen. Karren kaufen, Karren verkaufen, Karren reparieren. Oder warte mal. Lass das mal kurz hier. Das ist ja unser Rohstoff. Du wirst das da produzieren. Guck mal. Und dann machen wir schon Hering. Und dann brauchen wir aber noch Kiefernholz. Warum geht das? Achso, ich muss das ja noch extra ins Verkaufslager machen. Wir brauchen auch ein größeres Lager, um noch das Kiefernholz unterbringen zu können, um dann den Lachs, den geräucherten Lachs zu produzieren. Also, Gebäude erweitern. Lagermenge, nein. Ich brauche Lagerplatz. Ah, hier. Ein Lagerplatz mehr, das reicht erstmal, na, obwohl, wir brauchen 2 Lagerplätze mehr. Okay. Ja, so langsam geht's, ich freue mich. Wo soll's hingehen? Du gehst jetzt erstmal hier hin. Nein, gehst du nicht, du nimmst noch ein bisschen Fisch mit. Nur um schon mal... Nur Arbeit. Ja. Hör auf zu meckern. Ah, es geht, ich freue mich so. Also, Fisch. Nimm mal 13 Stück mit. Und dann... Ich bin bereit. Ich auch. Geh mal hier hin. Was, der Angler? Du doch nicht. Yep, jo. Jetzt stellt er nicht her. Mach ich. Ja, mach auch. Und ich nehme dir bald schon mal den... Wohin soll's gehen? Karren Kein und Weg fahr hier hin. Ist mir zu weit. Ah, dass die außerhalb des Gebäudes produzieren, macht mich total nervös. Kein Weg ist mir zu weit. Nee, mir auch nicht. Fahre zum Ziel. Hier müsste doch irgendwann mal einer kommen, oder was? Esst nicht zu viel Käsetoast. Das macht dick. Was für eine Erkenntnis.
Ja, wir brauchen zwischendurch ein bisschen Geld, deswegen müssen wir jetzt einfach mal hier zum Markt und den Fisch verkaufen. Inventar öffnen? Nein. Fisch nehmen. Ui. Ist kaum noch was wert. Es hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt. Aber demnächst werden wir ja Lachs verkaufen können und gebratenen Hering und uiuiuiui. Ach, ich finde das toll. Auch, dass es diese Möglichkeit mit Fischen gibt. Super gemacht. Wo soll's hingehen? Du fisch einfach erstmal weiter. Wir müssen gucken, dass wir demnächst dann auch die Reparaturen an dir durchführen. Inventar öffnen. Hat wieder 3 Fische. Keine Charakter, keinen Transport, gar nichts. Also das Schiff ist völlig automatisch unterwegs. Das ist ferngesteuert, müsst ihr wissen. Und fährt dann mit dem Netz immer so durch die Gegend. Und sammelt dabei die Fische ein. Ja, die brauchen Kirchenglocken, darum können wir uns nicht kümmern. Wir haben keine Möglichkeiten, irgendwelche zu gießen. So, Gebäude stufen, Gebäude verwalten, evakuieren. Sag mal, Klaus, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Hast du nicht mal bald wieder ein Level? Oder so? Dynastie. Oh, er hat schon mal wieder mehr EP. Und die möchte ich auch gerne in Rhetorik nutzen. Haben wir die Wahl verpasst? Nee, ne? Wenn es weiter ans Werk. Geh mal dahin, bitte. Ich glaube, wir haben die Wahl verpasst. Oder? Wann ist die Wahl? Ich weiß das nie. Politik? Ist noch keiner gewählt worden. Aber 3 Leute sind schon in der Position. Jemanden bestechen. Komm. Wir bestechen. Nein. Den da. Sich Regen bringt Segen. Immer schön bestechen. Wir müssen in das Amt rein. Gruppe verwalten? Nein. Inventar öffnen? Eigene Gildenreputation anzeigen? Machen wir mal Gruppe verwalten. Aus Gruppe entfernen? Nö. Nö. Wenn ich dich zur Gruppe hinzufügen möchte... Ich höre. Ja, ich höre auch, aber... Ich glaube, das hat nicht so viel Sinn. Egal. Du bist jetzt die Karrenfahrerin, ja? Haben wir jetzt endlich jemanden, der den Karren fährt. Das ist aber schön. Gebäudestufen, Gebäude verwalten? Nein. Produktion und Lager. Oh, die sind schon ein bisschen mehr wert. Sehr schön. Nehmen wir doch gleich mal mit. Dann fährst du... Du bist gar nicht die Karrenfahrerin. Mach doch so einen Mist nicht. Wohin auch immer es gehen soll, das dauert nicht lange. Ich denke auch nicht, dass das lange dauert. So, Sitzungsplan. Ach, 17 Uhr ist erst Amtswahl. Alles gut. Dann können wir demnächst auch selber mit herstellen. Aber es ist trotzdem noch verwirrend für mich, nicht in die Gebäude reinzugehen, um irgendwas zu craften. Ja, wir sind nicht bei Craft the World, das weiß ich auch. Heringschwarm. So, du müsstest angekommen sein. Das heißt, wir können den Bratfisch hier bei Nahrung verkaufen. Jo, der ist auch schön viel wert. Super. Versenden. Oh Gott. Ah, es ist verwirrend. Wo bin ich hier? Hier muss ich hin. Das ist unser Gebäude. Okay, das muss ich mir merken. Da ist unser Gebäude. Da fährst du hin. Kümmert euch frühzeitig um einen Partner und erzieht eure Kinder gut, damit eure Dynastie nach eurem Ableben wieder existieren kann. Ja, wer redet denn hier von meinem Ableben? Du bist doch meine Frau. An die Arbeit. Genau, gleich geht's los. Na, obwohl, du kannst erstmal hier noch mithelfen. Sich Regen bringt Segen. Sich Regen bringt Segen. So, Pamphlet, was? Folge mir.
jemanden beschenken, jemanden umarmen, umgarnen, jemanden küssen. Och Mensch, das läuft doch hier. So, wir müssten jetzt noch mehr Fisch haben. Und mit dem noch mehr Fisch... Ich mag dieses vor mich hincraften lieber als das großartige Gewirr da im Ratshaus. So, zwei Stück. Dann wirst du, Herr Karrenschieber, hier vorne hin. Bin schon unterwegs. Wirst das noch verkaufen und gleich Kiefernholz mitbringen. Bin schon unterwegs. Ja. Mach mal doch. Und nun? Stehst du im Rathaus und wartest. Offensichtlich. Hä? Arbeiten? Ich kann sie nicht zur Arbeit anstellen. Was soll denn das? Die Frau muss mithelfen, Mensch. Sonst verhungern wir. Naja, genug Fisch und Fleisch haben wir ja. Kiefernholz, Rohstoffe, Eichenholz, Kiefernholz, da ist es doch. Nö, nicht ganz so viel. 40. Oh, sieht gut aus. Versenden. Geht nicht. Wohin soll's gehen? Hier vorne hin. Endlich werde ich nicht überfallen. Ach, ich denke nicht, dass du überfallen wirst. Keine Sorge. Ach, unser Schiff ist schon wieder da. Ist es nicht wunderschön? Huch, sitzt da auch jemand drauf? Oh Gott, was war das denn? Komm, dreh das Boot mal. Oder ist das unsere Frau, die da jetzt mitfährt? Eine kleine Hochzeitsreise. Ah, ich sehe sie so schlecht. Warte mal. Machen wir mal anders. Na, wie geht's dir hier auf dem Schiff? Ist schön, ne? Nein, sehr cool gemacht, ehrlich. Die Gilde der Gelehrten zu Danzig vermittelt einen Handelskontrakt für den Schmalkaldischen Bund über 4 Almanach bei 800 pro Stück. Diese Nachfrage dauert 7 Stunden an, was auch immer Almanach ist. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es bereits wisst. Ich weiß es nicht.